99 Luftballons. Nee, halt falsch. Teil 99. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV hier aus dem schönen Baderheim im Schwarzwald. Richtig, Teil 99 von Neuem aus der Mobberwohnung sind wir angelangt. Eine Folge vor der 100er. Da muss ich mich ranhalten, ne, dass in dieser Folge sehr viel geht, sehr viel gebaut wird und wir mit dem Unterwassermodul fertig sind, damit wir zum 100. den Brückenschlag machen können. Oh je. Naja. Schauen wir mal, was geht. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wir sind hier dran. Nur mal kurz so Überblick. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben Steine gesetzt, den Neptun-Plattform gesetzt, Pflanzen, ganz viele da hinten. Da oben ist eine Pflanze hingekommen ans Schiff, die rausragt. Diesen Bereich haben wir gemacht mit Pflanzen-Delfin. Da habe ich jetzt Blümchen hingemacht und eine Meerjungfrau reingebaut. Genau. Es wird immer mehr, aber jetzt müssen wir halt gucken, dass wir auch die Figuren noch bringen, das Schiff machen, vielleicht ein bisschen den grünen Touch hinmachen oder so. Ja, schauen wir mal, was hier geht. Ja, ihr seht da hinten, da kommen wir nachher dazu, da bastel ich schon die Figuren. Und ich habe jetzt eine hier am Schiff angebracht. Wir versuchen mal hinzuzoomen. Da taucht sie auf. Jawohl, ich denke, man erkennt's. Captain Jack Sparrow, ne? Der Kapitän geht mit einem Schiff unter. Aber er ist ja noch oben mit seinem Schwert bewaffnet und wartet, dass eine Meerjungfrau ihn fangen will oder so. Aber wie gesagt, das ist oberhalb der Wasserfläche, wo er noch ist. Und mal schauen, was ich da noch für eine Szene mache. Ich weiß es noch nicht. Aber den habe ich noch gefunden bei dem Männchen und der musste natürlich aufs Schiff. Der war ja vorher Kapitän auf dem Schiff. Und der muss auf jeden Fall mit hinein in die Szenerie. Genau. Ja, ich bin hier an den Männchen dran. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal eine Meerjungfrau, die zwei Seefahrer zu Boden drückt. Ja. Wo sind wir? Da sind wir. So. Machen wir Platz hier. Zu Boden drückt, ne? Die da hat auch einen gefangen, ja, und hält ihn zu sich. Die hier hat auch schon einen gefangen. Ja. Und die hier auch, ja, die fristen gerade. Ja. Die hat schon den Kopf verschlungen. Weil die Mythen sagen ja, dass die Meerjungfrauen quasi größer sind als die Männer. Und dann quasi die fliebende Frau spielen aus dem Wasser raus und wenn der Seemann dann in die Nähe geht von ihr, wird er gefressen und in die Tief gezogen. Das wollten wir quasi so darstellen, weil zuerst ja die Seemänner alle die Meerjungfrauen auf der Wiese, die da sich am Sonn waren, fangen wollten. Da war die dabei und noch zwei andere. Und ja, letztendlich haben unten Neptun seine anderen vorbereitet. Die standen dann so damals im Kreis, alle. Und er hat gesagt, geht hoch, das Schiff holen wir runter. Und das wollten wir fortsetzen, das Schiff geht eben runter. Ja? Und jetzt drapieren wir die Meerjungfrauen quasi mit den Männern und mal schauen, was mir noch so einfällt. Wie gesagt, die frisst, die hat ihn gerade und versucht ihn dann zu fressen. Die hält ihn fest unter Wasser, dass er tot geht. Die hält auch zwei fest, dass sie tot gehen. Das Schiff ist am Untergehen gewesen, genau. So in der Art schaut das aus. Vielleicht werde ich eine noch nutzen, um an Jack Sparrow ranzukommen. Das werden wir aber sehen, wenn ich an die Szene komme. Jetzt muss ich erst noch ein bisschen warten, bis sie getrocknet sind und dann der ein oder andere Pinselschlag nachvollziehen. Meine Frau ist ja leider nicht da, deswegen muss ich das übernehmen. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen.
Ja, ich habe mit meiner Frau telefoniert, die hat gesagt, wo ich die Farben finde. Jetzt müssen wir das hier ein bisschen ausbessern. Ist natürlich auch schon eine Zeit her. Als wir die gemalt haben. So. Schön, dass die Farben wenigstens noch funktionieren. Ist ja schon eine Weile her, aber ist noch gut flüssig. Die haben wir damals extra gemacht. Das ist so Neonite Blacklight Paint. Fluoreszenzfarben. Ja, da haben wir ganz viele. Gerne angemalt. So, dann brauchen wir eben dieses. Krieg's gar nicht raus. So, was haben wir hier? Das ist so fluoreszierendes Material an sich. Jetzt mal gucken, wo wir das hinmachen. Vielleicht ein bisschen am Boot oder so. Ich habe hier auch noch gefunden, so Glitzerlein Universal. Ja, vielleicht mache ich die auch ein wenig ans Boot hin, weil die grün ist oder so. Machen wir hier so gelb. Ja. Auch nochmal so grün. Ja. Also alle Farben noch da. Jetzt brauchen wir das Pink, aber das ist rot. Was hat sie denn da für rot genommen? Das ist das Rot. Das ist das Lila. Gute Frage, nächste Frage. Da hat es auf jeden Fall so Glitzer genommen. Das war bestimmt die Farbe. Weil eigentlich habe ich sonst nur noch so Orange. Ja, ich muss mal gucken. Schauen wir mal, was wir hinfinden. Das ist noch näher, so näher an Orange. Und das Blau haben wir gehabt. Ja, ich muss mal schauen und je nachdem werden die bemalt. Oder halt, was heißt bemalt? Bemalt sind sie aber nachgezogen im Endeffekt. Ja. Also ich habe hier so ein Neonlight. Ja. Und das ist ja weiß. Das heißt, das schmiere ich jetzt quasi auf die Segel drauf. Und ich hoffe, also ich wünsche es mir, dass quasi das nachher den schönen Effekt bringt, wenn das fluoreszierende Licht oben an ist, dass die Segel dann leuchten. Das wäre natürlich perfekt. Aber wie gesagt, warten wir es mal ab. Da muss ich jetzt erst hier viel pinseln. Und ich bin froh, dass das weiße Segel sind, weil dann die Farbe hier weiß, ne, gar nicht so ins Gewicht schlägt, nachher vom Aussehen her. Aber sind wir mal gespannt. Wir sehen es dann nachher. So, diese Seite hier auch noch. Da muss man ein bisschen mehr reinschmieren, weil das ein größeres Ende ist hier. So. Gut, ich mache mal weiter und dann zeige ich euch nochmal, ob man was sieht. Ja, ich bin gerade da dran, hier die bestimmten Stellen grün zu machen. Einfach weil es fluoreszierend ist, die Farbe. Und ich hoffe, dass das nachher gut funktioniert. Und man da dann was leuchten sieht. Ja, meine Tochter Nummer 3 sozusagen hat ja den Einfall, dass man hier so wenn die Meerjungfrau mit Magie, ja, Magie eingehen können. Also Zauberkräfte oder so. Ja gut, lassen wir sie hier einfließen, die Idee. Ich weiß nur nicht genau,
wie wir es machen könnten. Da muss ich mal warten, wenn sie wiederkommt. Dann soll sie mir das mal genau erklären. Für mich war es immer wichtig, dass ich hier Farbe habe, um den Effekt zu bekommen, dass es hier leuchtet im Schwarzlicht. Aber das zeige ich euch gleich, was ich meine, wie es leuchten soll. So, wenn wir mal den Deckel drauf setzen, das ist immer ein Hin und Her. Oh, weil ich muss ja immer gucken, dass ich da ins den Schlitz komme, dass ich dann das Boot nicht verreiße. Genau. Dann muss ich das hier alles positionieren und gucke, dass das Set richtig ist. So. Jawohl. Gerne ein bisschen vor. So. So. Und dann wieder durch. Muss man das binden mit dem Strom. Hier noch Reibungsstecker. So. Dann muss man den einstecken. Da einstecken und dann werde es Licht. So. Und jetzt gehen wir mal runter gucken. Also, es sieht mega aus. Mega. Mega? Ja. Das muss ich noch ein wenig streichen hier. Hat was, ja. Das müssen wir auch noch ein bisschen nachstreichen hier. Also die einzelnen Striche hier nachziehen. Ja, sonst sieht es geil aus. Finde ich. Ja, das Kamel muss man nochmal. Ja. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Ich habe die Fahnen auch etwas mit Fluoreszierendem gemacht. Das heißt, die sind jetzt etwas weißer. Da unten in dem Licht. Ne? Ja, das gefällt mir schon sehr. Ja, machen wir noch ein bisschen weiter und dann gucken wir nochmal. So, zwischendrin geht es mal um die Wagen hier. Ne? Vier Stück habe ich ja. Was hängt denn da? Weg ist. Ja. Egal. Die vier gehen von der Länge her, weil ich möchte die ja auf so einen Wagen machen. Genau. Und die kommen irgendwie so drauf. Ne, eins nach hinten, so. So irgendwie geht das. Genau, dann kleben wir die jetzt mal fest. Und dann haben wir einen weiteren Wagen für den Güterzug mit schönen T2-Bullis drauf. Wir könnten das ja aber auch ein wenig ändern. So. Wir machen den dahin. Und den dahin. Und den Polizei außen. So. Dann hat man Gelblicht und Blaulicht auf den Außenseiten. Ah ja. Muss ja auch mal sein. So. Also. Kleber. Kleber, Kleber, Kleber und schwuppdiwupp, schön in die Mitte. Jawohl, so, der nächste Kleber, Kleber. So.
Nächste. So. Ist der auch mittig? Jawohl. Und der letzte. Und Bonnetsch. So. Und auch schön in die Mitte. Wunderbar. Ha. Das gefällt mir jetzt. Und jetzt habt ihr euch sicherlich gefragt, wo ist denn der fünfte? Tja, der fünfte T2 mit der Plane oben, ja, der hat es geschafft. Der kommt irgendwo auf die Anlage oder auf die Autobahn oder. Irgendwo werdet ihr ihn wieder erblicken können. Ja, kommen wir mal hier dazu. Was ist hier passiert? Na, da oben ist ein Delfin hingekommen. Da habe ich die erste Meerjungfrau gemacht, die zwei runterdrückt. Da die, wo den frisst. Da die andere, wo guckt, was die macht. Und da hinten habe ich noch eine, die gerade den fängt. Ja, dann habe ich hier noch ein weiteres, Segelteil, Bruchstückchen gemacht. Und die Spitze nochmal reponiert und jetzt mit der Lampe stabilisiert. Dann haben wir da drüben das Gammel da angemalt, ne, den Blickfang, ein Kamel unter Wasser, ne, mit Taucherausrüstung. Und ja, was habe ich noch gemacht? Achso, ja, da ein Seepferdchen noch reingebaut, genau, und hier auch. Zup, wo sind wir? Da ist auch noch eins, genau, die hatte ich nämlich auch noch. Ja, und jetzt heißt trocknen lassen. Und dann geht's so langsam, aber sicher nach oben. Denn ich bin hier fertig. Ja, vielleicht werde ich noch den ein oder anderen Trümmer einbauen. Das schauen wir mal. Aber sonst ist jetzt die Unterwasserwelt soweit fertig. Ja, und kann dann der Deckel drauf kommen. Genau. Und dann schauen wir mal. Weil die letzten zwei Meerjungfrauen, die kriege ich auch noch so hin. Ist ja ein großer Platz. Die kommen irgendwo im vorderen Teil hin oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Muss mal warten, bis meine Tochter kommt und mir erklärt, was sie meint. Und so lange ist es hier dann fertig. Ne? Es leuchtet geil. Also ich finde es mega. Und ja, ist eben eine Erinnerung immer an die Kabel 1 Show. Ja, habe ich ja voll vergessen. Also das sind meine Fahrzeuge von der Faszination Modell. Bahn oder Modellbau, also Modellbau und Modellbahn. Ne? Hier der aus Leipzig, der wieder von der Modellbau. Und der da vorne ist auch von der Modellbau, der Zeppelin, den seht ihr jetzt nicht. Und jetzt habe ich eben den neuen da auf der Messe Mannheim bekommen. Ne? So sieht er aus eben. Ne? Muss man mal gucken. So die eine Seite, ne? So die andere. Und hinten eben 75 Jahre Herpa. So, und Platz gemacht wurde. Mal kurz gucken. Jawohl, da kommt er hin. Also, einmal. So, viermal. Ja, ihr habt ja gesehen mal. Oder habe ich es euch gezeigt? Ich weiß nicht, warum ich ja Uhu hier verwende. Das hat einfach den Grund, wenn ich die Wagen wann was wo hinsetzen möchte. So, schön mittig. Jawohl. Wenn ich den Wagen jetzt umsetzen möchte, also nimm mal an, ich kriege jetzt von der Faszination Modellbahn oder in Friedrichshafen den nächsten. Faszination Modellbau ist das dann. Dann muss der runter. Und dann kommt er dahin. Und dann muss der runter. Bei der nächsten Messe. Und dann kommt er dahin. Und dann habe ich nochmal zwei Plätze hier, wo ich wegmachen könnte, theoretisch. Und dann brauche ich einfach nur den Uhu wegmachen und kann den wieder auf die Straße setzen, ganz einfach. So, das ist ja der vom Europapark, der bleibt auf jeden Fall hier drauf. Also könnte ich noch 1, 2, 3, 4 Stück von der Messe holen. Ja. Und, na, das schauen wir mal. Sie müssen mir ja gefallen, ja. Und ich finde halt, wenn so eine Dampflok drauf ist oder
Ja, der mit Weihnachten war jetzt auch nicht schlecht. Ja. Oder hier der aus Leipzig. Oder das letzte Mal Mannheim, der war auch nicht schlecht, ja. Oder hier mit einer Dampflok, ja. Oder dann hier da drüben den. Das ist ja der mit dem Zeppelin. Wen haben wir denn noch? Da ist der Mannheimer. Nochmal. So. Also habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und den achten habe ich ja nicht bekommen. Von Friedrichshafen. Der war ja weg. Oder welcher war's? Ne, muss mal gucken. Friedrichshafen. 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 Und dann war ich das erste Mal in Mannheim. Und den habe ich von Leipzig bekommen. Friedrichshafen? Mannheim, hä? Muss ich gerade mal überlegen. Den habe ich ja zugeschickt bekommen. Weil in Mannheim habe ich ja Herpa verpasst. So. Ah, da fehlt noch ein Faszination-Modellbahn, glaube ich. Der war ausverkauft. Genau, einer fehlt hier noch. Und dann habe ich ja den von Leipzig bekommen. Da fehlt noch einer von der Faszination-Modellbau. Den habe ich ja letztes Jahr gehabt, ich glaube. Oder vorletztes Jahr? Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwo einer fehlt von einer Messe, weil sie ausverkauft waren. In irgendeinem Video habe ich es mal gesagt. Aber egal, ich habe ja den nachbekommen, den habe ich nachgekauft, den habe ich nachgekauft. Nur eben den einen gibt es noch nicht. Oder gab es bis jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall, egal. Der von Mannem 2024 ist drauf. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall 2024 wahrscheinlich noch der von Friedrichshafen drauf. Ja gut, wer weiß, vielleicht holt mir aus Leipzig, geht jemand nach Leipzig und ich bekomme noch einen aus Leipzig wieder. Schauen wir mal. So, da haben wir ja die Steuereinheit. Damit kann ich den Gewittersound, die Blitze, den Trafo, also für das Licht und alles auf der Anlage, für die Seilbahn und für die Bahnhofbeleuchtung einschalten. Und ich habe noch drei Plätze frei. Und dann dachte ich mir, da könnte man ja die Unterwasserwelt hiermit dann auch einschalten, dann da oben. Genau. Aber, was muss ich machen? Ich muss einmal vom Stecker hier ein Kabel legen. Und ich dachte, ich bohre da oben ein Loch, leg das dann hier entlang mit Kabelkanal und dann stehe ich vor diesem Ding hier. So. Und dann habe ich gedacht, bohren wir hier schräg hoch. Und legen es dann da hinten rum. Also da schräg bohren, seht ihr es? Da. Und dann guck mal da oben rum und dann können wir es da oben entlang legen. Da ist ja dann der Anschluss. Ja. Ob das klappt, sind wir gleich. Weil ich bohre das Loch. So. Ich da irgendwie reinkomme. Ob das klappt, ist die Frage. Kommt mal ein wenig näher, dass ihr auch seht, was ich tue. Da bohre ich jetzt. Puh, es ging durch. Das heißt, da hinten ist kein Metallträger. Gut. Da habe ich das Kabel. Das ist zweifach 0,75 mm. Das müsste eigentlich reichen. Also es ist fett genug. Ja. Und da müssen wir jetzt den Bepper wegmachen. So. Blims, blims, blims. Also. Viel Kabel rein.
So. Jetzt machen wir mal die Leiter weg. Hoppala. Weil wir wollen ja. Kommt runter. Da ins Geheimfach gucken. Und schauen, ob da irgendwo ein Kabel hängt. Das sieht gut aus. Da ist es. So. Ja, jetzt brauche ich ein Abisolierer. Bis gleich. So, ich habe alles da. Zunächst einmal ein Messer, um hier ein bisschen mir die Finger zu verschneiden. Nein. Um das Kabel hier abzutrennen. So. Weil ich jetzt ja hier abisolieren muss. Oho. So. Palim, palim. Da ging es schneller. Guckt mal an. So, jetzt müssen wir das jetzt verdrehen hier. Und ein bisschen kleiner machen. Hier auch ein bisschen verdrehen und ein bisschen kleiner machen. So. Hier habe ich ja das Adapterteil, das hier angedockt ist. Und jetzt müssen wir eben das rote Kabel da reinfummeln. So. Das Laufschrauben. So. Und wieder zuschrauben. Und gleich das Schwarze ein bisschen aufschrauben. Und einführen. So. Und einführen. Und zu ist es. So. Und hält. So. Und jetzt muss der gute Baba hier vorne hin. Guck mal, da hat er eine Klappe hier. So. Also, da gehen wir jetzt rein und jetzt müssen wir überlegen, an welchen Adapter wir gehen, weil ich habe ja hier die Seilbahn und den Bahnhof. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, warum ich das so blöd gemacht habe, weil Gewitter vorne, dann kommt der Trafo, dann käme eigentlich die Seilbahn, dann der Bahnhof. Oder der Bahnhof und die Seilbahn und da die Unterwasserwelt. Weil wenn ich noch irgendwas dahin baue, das Problem ist bloß, wenn ich es jetzt hier wegmache, dann muss ich es umstecken. Wie haben wir das hier? Also der Bahnhof, der kommt neben Trafo. So, ausgesteckt. Eingesteckt. So, jetzt müsste hier der Bahnhof sein. Ja, erleuchtet. Da seht ihr es, erleuchtet. Genau. Also, dann müssen wir hier das Schild Bahnhof wegmachen. Vorsichtig wegmachen. Ich glaube, ich muss das nochmal neu machen. Bahnhof. So. Und dann käme ja folglicherweise die Seilbahn als nächstes. Aber die können wir ja mal hier lassen. Aber jetzt haben wir hier unter Wasser. Also stecken wir es hier ein. Wir machen das so. Jawohl. Und jetzt müssen wir da am Kabel ziehen. Oh ja. Da
Das war scheiße. Okay, wieder ausstecken. Warum war scheiße? Weil ich hier hinter allen Kabeln bin. Und darum muss. So. Ich jetzt hier einstecke, so, und jetzt hier ziehe. Jawohl. Jetzt geht das Kabel nach oben. So. Gut. Die Etappe haben wir. Und jetzt müssen wir schreiben unter Wasser. Und was mache ich das? Jawohl. Ich habe da so ein Prägegerät. So, das ist jetzt aber rot. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass es rot ist. Also wir brauchen U. Und dann ein N. Und T. Und T. T. Unter. Wasser. Unter Wasser. Genau. Ah ja. Bisschen groß. Muss ich schneiden unter Wasser, oder? Schauen wir mal. Ich schneide es kurz. Bis gleich. Also ich habe mich jetzt entschieden, unter und Wasser zu trennen. Das steht jetzt hier unter, oben. Das Wasser bleibt fest. So, unter. Wasser will nicht hin. Unter Wasser. So. Perfekt. Wie kann ich das jetzt testen, ob die Leitung tut? Gar nicht. Risiko, Risiko. So, mal kurz neu beschriftet. Also, Gewitter, Sound ist das, Blitze, Effekt. Trafo Stadt, Bahnhof, Licht. Ja, die zwei sind frei. Dann habe ich Seilbahn mit der MS2 grün und unter Wasser. Genau. Die habe ich ja mal, die Prägemaschine von Familie Bachmeier-Fleig bekommen. Die hatten ja früher eine Druckzentrale, also die haben so Beschriftungen gemacht und alles. Habe ich auch viel beschriften lassen, meine Autos und so. Aber die sind jetzt in Rente, haben aufgehört mit der Firma, schade eigentlich. Ne? Und dann haben sie mir das alles geschenkt, ne? Weil sie es ja nicht mehr verkauft bekommen haben. Und ja, ich kann das gut für die Modellbahn einsetzen eben. Ja, und jetzt geht es eben drum, hier ein Stück Kabelkanal hinzubauen. Am besten weißen, dann fällt es nicht so auf. So, abgelenkt. Also nicht abgelenkt von Längen, sondern Längen. Ja, da ist der Strich und da müssen wir jetzt eben... Blöms. Blöms, so. Auseinander machen. Und ein wenig engraten. So. Perfekt. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Ja, der Kabelkanal, der liegt eben da oben bis dahin. Jetzt muss ich mal da hochgucken, wenn ich da durchbohren würde, was da oben ist, bevor ich da was kaputt mache. Also theoretisch müsste es funktionieren. Ich muss nur die Tür hier aufmachen, damit ich da hinkomme. So. Also ich müsste jetzt hier ansetzen und schräg hochbohren. Dann dürfte es funktionieren.
mal hochsteigen. Das ist die große Preisfrage, wo wir jetzt hingekommen sind. Sind wir da zu weit drüber? Gut, jetzt mal durch. Und wo? Ach, hier. Und das ist ja perfekt. Auch nicht schlecht. Da oben war noch ein bisschen Gips. Hoppala. Also, da oben bin ich jetzt durch. Und da war jetzt noch Gips. Gips mir. Und jetzt gucken wir, da haben wir gleich mal oben. Zwei Dinge müssen wir jetzt machen. Das erste Ding ist, wir müssen ungefähr so abschätzen, wie lang ungefähr das Kabel werden sollte. Ja. Maximal so. Das zwicken wir dann hier ab. Genau. Weil mehr brauchen wir quasi gar nicht. Weil ich möchte ja nur hier hinten hinkommen ungefähr, weil hier ungefähr der Adapter sein wird. So irgendwo in diesem Dreh rum kommt das Kabel runter. Ich weiß gar nicht, wo das liegt, egal. So, jetzt müssen wir eben den Kabelkanal hier anbauen. So. Und da müssen wir ein bisschen hier ausschneiden. Weil da ja das Loch nach oben geht. Also das habe ich ausgeschnitten. Aber hier so ein Zipfeleck reingemacht. Und jetzt kommt das quasi dahin. Und wird jetzt quasi am Rahmen festgeschraubt. Klappt ja super schon. Ja, das ist, weil die Schrauben da dran nicht halten. So komme ich da aber nicht hin ohne Schraubenhalter. Das ärgert mich immer mit diesem blöden Akku hier. So. Voll verkackt. Da nach oben. Das ist jetzt voll verscheißt, echt. Ja gut, zack, nochmal, aber echt, was ist denn das für ein Scheißdreck hier? Geht mal ja schon wieder auf den Senkel, aber ganz gewaltig, eh. Arschlecke. Ich hole eine andere Schraube. Kann man nicht einen anderen Experten fragen? Nein, schade. So. Die Scheiße hier, aua. Sehr komisch. Ja. Fall halt, Abi. Hey, ihr schafft Zeit, normaler Brau. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir den gerade reinkriegen. Jetzt kann man das Kabel dadurch schieben. Und es kommt hier oben an.
Wunderbar, jetzt brauchen wir den Kabelkanaldeckel. So. Wunderbar. So sieht das jetzt aus. Und das Kabel, das reicht bis hier rüber. Also locker. Aber wir lassen es noch ein bisschen hier hängen, weil ja die Tür, ja aufgehen muss. Jetzt gucken wir mal hier oben, wie das da ausschaut. Ja. Können wir überlegen, wie wir das festmachen? Ich denke mal, unterm Gleis ist nichts, ne? Ich glaube nicht. Nee. Das ist zu dick. Zu dick. Müssen wir überlegen, ob man da hinten einen Kabelkanal hinmacht oder wie man es macht. Aber das ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich weiß ja nicht, ob das direkt hier ist, dann an der Kante vom Modul, weil es ist ja nicht weit weg. Ja. Vielleicht könnte man dann auch sagen, man macht es hier oben rüber und macht hier eben ein Stück Kabelkanal hin oder sowas. Oder von mir, es gibt es mal sein, ist mir auch egal. Ja. Das hat ja noch Zeit. Ja, ein neuer Tag. Genau. Bevor das Modul jetzt aber rüberkommt oder an seine Position kommt, muss ich ja erstmal den Deckel wieder drauf machen. Genau. Dann muss ich gucken, dass das soweit passt hier. Dass wir hier rumkommen. Dass das positioniert wird, wie es soll. So. So kommt das hin. Genau. Das ist ja die Oberseite. So, das sieht man ja unten. Genau. Jetzt gucke ich mal nach Schrauben, weil ich möchte die wenn fixieren hier. Einmal mit langen, einmal mit kurzen Schrauben hier einfach auf dieser Platte, auf dem Styrodur, dass das wegen hält. Und dann müssen wir uns ja noch drum kümmern hier, dass wir hier ein bisschen was machen. An die Stelle. Genau. Dann suche ich jetzt mal Schrauben und dann geht's weiter. So, Dele. Dann gucken wir mal, ob wir das festkriegen soweit. Rein. Und auf der anderen Seite auch. Ja, und jetzt kümmern wir uns um das Löchelein. Ja, jetzt geht es hier um dieses Eck hier. Ich habe jetzt überlegt, dass ich Zeitung nehme. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Weil ich muss ja da das nass machen und so gut wie möglich daran schmiegen. Dass das ein bisschen aussieht wie Wellen hier, wie wenn es untergeht so. Ja. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen so. Vermutlich muss da mehrere Lagen machen. Ja,
brauchen wir ein bisschen Wasser. Und dann gucken wir mal, wie wir es anpatschen. So, dele. Da werden wir wahrscheinlich mehrere Lagen machen müssen. Dass wir das in dem Effekt hinkriegen, wie wir es gerne hätten. Dass wir so Wellen reinkriegen. So. Ja, so könnte das hinkommen. Trocknen lassen. Ja. Dann können wir das immer noch ein bisschen verschieben. Die Wellenform reinbekommen. Ja. Ja. Da ist wegen Sog, weil es runterzieht. Also trocknen lassen. Und dann geht's weiter, ja. Ja, ich bin ein wenig jetzt dran hier, schon mal ein bisschen Struktur einzutupfen. Einfach so mal von der Lackschicht hier entlang zu tupfen. Es ist noch nicht ganz trocken, die Zeitung, ja. Deswegen mache ich es ja, weil ich dann die Konturen der Zeitung noch etwas positionieren kann. Vom Prinzip her, dass sie dann nachher mit dem Lack trocknet. Ja, und dann brauche ich nur noch hier die paar Flächen machen. Und wichtig ist jetzt hier im Endeffekt drauf tupfen. Dass man so eine Art, ja, wie soll ich sagen, leichte Wellenform bekommt. Ja. Also es sieht dann schon aus, als wäre das Schiff hier eingebrochen. Aber wie gesagt, das muss ja nicht wichtig sein. Also, ja, ich soll ich ausdrücken. Das sieht man ja fast nicht, ja. Also wenn die Leute das sehen, dann gucken sie ja im Endeffekt unten dann an. Und es guckt keiner das obere an. Aber ich möchte halt hier einfach so, wenn ich mal ein Foto mache oder so, da so eine stilistische Meeresfläche haben, wo quasi das Schiff jetzt gerade eintaucht. Das Modul kann nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Interessant. Ja, oben ist es mal. Jetzt muss ich es mal anpassen, dass ich es richtig hinbekomme und die Stromleitung noch verlegen. Machen wir jetzt mal. Bis gleich. Also, es ist oben. Das Gleis ist verbunden hier.
Ja? Und wenn ich jetzt eben den Schalter drücke, tada, geht das Licht da oben an. Von unten sieht es so aus. Ja. Und da muss man halt ein bisschen nach oben gehen, um das Ganze ja, zu entdecken. Also, das Kabel ist verlegt. Gleise sind zusammen, die werden dann noch verschraubt. Und so sieht es jetzt hier oben aus. Und wenn wir jetzt quasi dann das Licht ausmachen, dann haben wir diesen schönen Effekt hier. Und ich finde es mega geil hier oben. Ja? Haha. Habe ich gut hinbekommen. Und ich habe ja noch hier noch Pflanzen hingemacht, damit es ein bisschen mehr leuchtet. Diese hellen, weil ich habe gesehen, die leuchten einfach viel schöner als die blauen hier. Und da habe ich mir gedacht, mache ich die blauen, wo ich noch habe, dann drüben an den Tunneleingang hin. Aber so sieht es auf jeden Fall super mega aus. Ja. Unsere Unterwasserwelt. Ja, ich bin froh, dass es funktioniert hat. Jetzt ist diese Reihe hier fertig. Und jetzt können wir auf die andere Seite gehen. Und das doch im Teil 99. Wahnsinn. Aber nur den Brückenschlag. Ja, beziehungsweise die Planung. Ich weiß auch nicht, ob ich ganz rumkomme, weil ich muss erst überlegen, wie es weitergeht. Jetzt werde ich aber erst die Gleise noch oben anschrauben und dann schraube ich noch die Platte fest, damit da nichts passiert. Der liebe Rainer Schmidt hat mir ein Päckchen zugeschickt. Ja. Ansatz mit X. Sag mal. Also das Messer haut ja so viel wie nichts. So. Ich habe ihn ja getroffen gehabt in der Faszination zur Modellbahn in Mannheim. Und dann hat er gesagt, er hat noch ein altes Päckchen Männchen. Zip, da ist es. Moment, so rum. Machen wir mal Licht an. So, dann seht ihr es besser. Ja, er hat noch ein altes Päckchen Männchen mit Skifahrern. Ja, und jetzt gucken wir mal, welche wir hier auf dem Berg verbauen können. Auf jeden Fall mal Dankeschön, Rainer. Wir hören uns gleich wieder. In Folge 99 kommen wir der Tatsache nochmal hier an den Berg und bauen Schneefahrer ein. Wer hätte es gedacht, ne? Danke Rainer, ne, da hast du ja was Schönes geschickt im Endeffekt, ja. Jetzt gucken wir mal, wo ich da ein paar unterbringen kann. Jetzt machen wir mal diese Dame hier, diese nehmen wir. Ja. Die machen wir da oben hin. Plopp. So, schön den Maisleim verteilen. So. Das gefällt mir. Was haben wir noch? Wir haben noch dieses Männchen hier. Ja. Der ist jetzt schon fast unten. Genau. Dann kommt der nämlich unten hin. So. Die da genauso, das Männchen hier. Die folgt ihm gerade, glaube ich. So. Dann haben wir den hier. Ja. Den machen wir hier oben hin. So. Fetzt auch hinunter. Und dann haben wir noch diese Dame, die auch gerade irgendwie runterrutscht. Dann machen wir hier in den Bereich rein. So. Und dann haben wir noch eine. Und die ist definitiv unten. So wie die fährt. Also so fährt die nicht am Berg.
wir mal auf die hintere Seite hier hin. Oder dahin. So. Das war jetzt Satz mit X. So. Jawohl. Gut. Dann haben wir jetzt wieder ein paar Skifahrer mehr, dank dem Rainer. Und das ist super. Ja, vielen Dank, Rainer. Es hat mich echt gefreut und die Piste ist noch mehr belebter. Und ja, jetzt muss ich aber sagen, reicht's. Ich würde jetzt nicht mehr noch hinmachen. Es ist super. Und ich danke dir für den Figurensatz. Ja. Hab ja einen riesen Hang hier. Es ist übrigens interessant, was ihr für Probleme habt, ja, und Sorgen habt um mich. Ne? Das ist ja schon Wahnsinn. Ja. Da wird so gesagt, oh je, deine Frau ist nicht da, jetzt verhungerst und musst immer die gleichen Hemden anziehen. Nein, tatatata, ich habe einen ganzen Schrank voll Hemden. Und wie ihr im Hintergrund hört, es läuft der Trockner, ich habe gewaschen. Oh Gott im Himmel. Mache ich jetzt Kleider für die Kinder? Nein. Leute, ich war alleine schon jahrelang, hatte keine Frau und konnte auch waschen. Also, das ist nicht so, dass ich hier der Trottel bin, ja, und eine Frau braucht, die für mich alles macht, ja. Und essen kann ich auch. Stellt euch vor. Und wenn nicht, kann ich essen gehen. Das gibt's ja auch noch, ne? Also, ich amüsiere mich köstlich über die Kommentare, die da im Hintergrund kommen, ne? Ja, macht euch keine Sorgen, ja, und wenn ich abnehme, ist auch nicht schlimm, weil ich bin eh fett, also von dem her ist das gar nicht so schlimm, genau. Ja, was machen wir jetzt? Wir grübeln weiter, wie der Übergang geht. Ich erkläre euch gleich mal, was ich meine. Ich bin da nämlich mittlerweile nicht mehr ganz so sicher, wie ich es machen möchte. Ja, wir sehen es hier, da ist der Anschluss und der muss jetzt quasi darüber. Ich schmeiße gerade alles wieder um. Jawohl. So, das heißt, ich brauche hier eine Brücke. So, und jetzt ist die Frage natürlich, was mache ich da für eine Brücke hin? Also das Problem, wo ich habe, ist folgendermaßen. Ich muss die Brücke da oben machen. Ja, so. Und jetzt habe ich überlegt, mache ich eine weiche hin und mache dann zweigleisig die Brücke. Aber die Frage ist natürlich, warum soll ich jetzt die Brücke plötzlich zweigleisig machen, wenn alles eingleisig wird? Oder mache ich erst, wenn ich in dieser Ebene bin, dann zweigleisig? Und warum mache ich überhaupt zweigleisig? So, mittlerweile ist ja auch die Frage, was mache ich für eine Geländestruktur hier an der Platte? Ja, darauf kommt es ja an, was ich für Gleisplan nachher mache. Und ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher, ob ich da überhaupt noch so arg viel Gleise machen möchte, beziehungsweise ob da überhaupt ein Schattenbahnhof hinkommt, beziehungsweise ob überhaupt irgendwie ein Gleis da rumfährt, weil ich denke, die ganze Geländestruktur ist nachher so verwogen. Ja, ich weiß es nicht. Wir müssen es einfach mal abwarten. Ich denke, ich werde mit einer eingleisigen Strecke hier rüber gehen, Radius 2 dann einbiegen und dann auf diese Wand drauf zugehen, auf die weiße. Einfach dass ich eine Fortführung der Strecke habe. Ja, ich bin ja immer noch am Überlegen wegen Brückenschlag, wie wir das machen. Aber ich habe ja jetzt wieder effektive Unterstützung. Denn, wer ist wieder da nach 3 Wochen? Ich. Oh, schmeißt mich schon um, hat so viel Energie getankt. Ja, die Frau ist jetzt wieder im Haus und jetzt können wir wieder gucken, was wir machen. Und jetzt darfst du erst mal gucken, wie das ausschaut, was ich so gebaut habe. Reiß mal gleich alles ab. Oder finde ich es gut. Wir werden sehen. So, die Frau, die guckt in der Wasserwelt an, die hat sie noch gar nicht gesehen. Aber wenn wir es so machen, dann machen wir mal wenigstens das Licht an. Ne? Und? Was sagst du? Ach, das Kamel jetzt. Der Camel. Der Camel. Wir haben letztens überlegt, was meinst du mit dem Camel?
ganze Zeit. Also ich muss ehrlich sagen, hätten wir es genau so gemacht beim Kabel 1 Projekt, ich sagte, ich schwöre bei Gott, wir wären nicht Letzter geworden. Ich glaube nicht. Doch, weil es ist. Die hätten trotzdem gewonnen. Nein, deswegen sage ich ja, nicht Letzter, sondern wahrscheinlich dann Vierter oder so. Aber so ist es einfach viel geiler mit dem Schiff, das ich ziehe. Das andere war halt einfach nur, okay, wir hatten die Unterwasserwelt, aber es war halt so leer. Es war halt einfach wirklich leer. Jetzt hier mit diesen Meerjungfrauen, die die anderen auffressen, einfach total geile Idee. Meine schöne Meerjungfrau missbrauchen, die ja gerade so einen Mann ertränkt, ist jetzt auch nicht so schön, weil die ist eigentlich ganz zierlich. Boah! Geil, oder? Geil! Weil ich finde es so viel geiler. Auch, dass dann der Zug da durchfahren kann. Genau. Das ist halt mega durch dieses Schiff. Ja. Das Schiff ist einfach nicht so oben langweilig da. Nein, das ist hier gebrochen. Es ist uns auch von Hamburg hierher ja so oft kaputt gegangen. Und auch am Anfang war es uns ja auch noch so, scheiße, jetzt ist es abgebrochen. Ach egal, scheiß drauf. Und mit der Zeit ist ja noch mehr abgebrochen. Und ja, das jetzt nochmal so aufzuleben zu lassen, ist geil, ja. Finde ich mega. Ja, die eine reißt dem anderen gerade den Kopf ab, oder? Na ja, kommen wir gleich dazu. Und der Boden ist auch geil, da ist der Untergrund genau richtig, deswegen wollte ich diesen hellen Sand. Das hast du richtig gut gemacht. Aber jetzt geht es halt darum, wie wir die Brücke darüber schlagen auf die andere Seite, ne? Boah, so. Naja, da diskutieren wir jetzt. Ja. In dem Fall bis später. Ausgemessen habe ich es jetzt mal. Das heißt, hier oben haben wir quasi... Wo sind wir? Da sind wir. Also, bis dahin ungefähr kommt, da diese zwei Striche dahin kommt, ungefähr die gerade Strecke rüber. Und bis dahin habe ich jetzt mal gerechnet, 1,50 Meter bis zur Wand hin. Das heißt, hier müssen wir jetzt überlegen, wie weit wir vorgehen, damit wir Radius 2 kriegen. Und wenn wir das haben, dann haben wir hier quasi das Maß, wo die Brücke hinkommt. Ja, da ist das Brett. Radius 2 mit C-Gleis und ich bin jetzt gerade hier ein wenig am Testen quasi, ja, wie ich am besten jetzt das Brett schneiden werde. Das ist jetzt quasi das Stück, was da oben hinkommt. Ja, und jetzt muss ich mal Winkel suchen und gucken, wie das funktioniert da oben und dass man dann den Brückenschlag macht. Genau. Also, bis gleich. Okay. Das funktioniert schon mal so nicht. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Da brauchen wir andere Schrauben, glaube ich. Ja. Das bringt gar nichts hier mit den Schrauben. Gut. Kommando bei Palett zurück. Scheiße war's. Ja. Tada! Lange Schrauben sind jetzt da. Es hält. Yippie. Pro forma hält es nur so. Warum? Weil ich jetzt erst den Zwischenteil berechnen muss. Und das wird ja dann nachher eh gesichert mit Seilen nachher. Und jetzt müssen wir eben schauen, wo die Brücke letztendlich hinkommt. Und das ist die Preisfrage jetzt hier. Vor allen Dingen mache ich sie so breit wie hier, dass ich sie hier anschließe, oder mache ich sie schmaler. Ja, das muss ich jetzt mal überlegen. Das schauen wir mal. Also ich habe jetzt geknobelt und geknobelt und habe festgestellt, dass ich dieses Bauteil ein wenig weiter rüber machen muss. Ich habe jetzt mal die Gleise gelegt, die hinkommen. Also das passt soweit ganz gut.
Ja. Gut, dann können wir das jetzt wieder wegmachen hier. Das war jetzt nur der Test, wo kommt das Gleis raus. Und ich habe gleich getestet, was brauchen wir für Gleise. Ja, also ich habe jetzt hier, was ist denn das? Sonst steht es immer drauf, doch hier 229. Also 24229 habe ich 5-mal und einmal eine 172. Das ist das, was vom Modul unter Wasser bis hier rüber gebraucht wird an Gleisen, an C-Gleisen. Also 5-mal 24229 und einmal 24172. Genau. Und dann gehen wir eben hier oben anschließend an die 24230, dreimal Radius 2. Kommen wir hier in die Kurve rein und dann passt das super. Genau. So, neuer Tag. Da oben seht ihr, habe ich schon einen Winkel hingebaut. In Weiß. Leider gab es natürlich kein Brett in Weiß, deshalb habe ich es jetzt in Grau. Egal. Jetzt wollen wir dann nochmal gucken hier im Endeffekt. Zum einen, ob es passt, was ich gemessen habe. So. So, jetzt müssen wir da mal gucken, weil eigentlich, wenn ich jetzt so gucke, passt das voll gut. Komisch. Also, ich habe es verschoben. Jetzt wollen wir mal testen hier das Brettchen hier. So. Zap, zap. Und jetzt docken wir es da vorne an. So, immer mit zwei Schrauben. Einmal hier. Hängt schon. Und einmal hier. So. Jetzt werden wir die Gleise legen wieder. Und gucken, ob ich auch richtig gelegt habe. So. Das sieht gut aus. Und dann kommt das hier hin. Na. So. Tadadada. Wunderbar. Funktioniert sehr gut. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Und dann werde ich jetzt mal die Gleise hier verschrauben. Und dann können wir das Modul immer runternehmen. Ja, yeah, der Brückenschlag ist gelungen. Ja, Gott sei Dank, der Brückenschlag ist da. Die Gleise sind jetzt verschraubt mittlerweile. Und ja, jetzt muss ich halt gucken, dass ich Unterseite weiß mal. Weil, wie gesagt, es gab keine weiße Bretter. Ich nehme da mal 19 mm, weil die stabiler sind. Im Endeffekt biegen sie sich nicht so durch. Aber da kommt ja noch eine weiße Leiste seitlich hin. So auch als Runterfallschutz ein bisschen. Ja, das kommt aber dann alles in den nächsten Folgen, weil jetzt geht es erstmal darum zu schauen, dass das Brückenteil weiß wird, dass die Seitenteile sind, dass die ganze Brückenkonstruktion, die ich vorhabe, funktioniert. Ja, mal schauen, ob das geht, was ich da vorhabe. Aber das und vieles mehr seht ihr in einem von den nächsten Folgen, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahnträume TV. Hier aus dem schönen Bad Dürrheim. Ja, bis dahin sage ich mal, bleibt gesund, viele Grüße, euer Markus und tschüss.